Platzbedarf, das haben wir eigentlich immer geschafft, linearen Platzbedarf, O von N, aber die Operation hätten wir ganz gerne in konstanter Zeit. Das ist uns jetzt nicht so richtig geglückt. Jetzt wird wieder ganz geschickt was kombiniert. Und das Ding schimpft sich Hashing. Sieht wie folgt aus. Direkte Adressierung. Also, was machen wir hier? Das ist das, habe ich mal so genannt, oder so wird es genannt, Universum der Schlüssel, also der möglichen Einträge. Wir gucken uns jetzt immer nur das Key-Element an. Ne? Unten drunter hängt immer noch so ein Rattenschwanz von Daten. Das ist aber jeweils sozusagen der Schlüssel, unter dem wir das zugreifen können. Und was wir jetzt nutzen, ist eine Tabelle, diese Tabelle T, sogenannte Hash-Tabelle. Und da tragen wir halt ein, in einem Feld, den entsprechenden Eintrag, der dann irgendwie über so eine Liste hier hinten dran hängt. Jetzt habe ich das mal einfach so gemacht. Wir haben hier natürliche Zahlen als Schlüsselelemente, ja, und jeder Key sozusagen ist der entsprechende Index für den Eintrag in diese Tabelle. Also wir haben irgendwie so ein Universum der Schlüsselwerte, das ist also irgendwie so eine Menge 1 bis M, also M verschiedene Schlüssel gibt es. Und wenn wir das jetzt hier so ablegen wollen, muss unsere Tabelle T natürlich irgendwie von 1 bis M gehen, sonst haben wir irgendwie ein Problem. Also wenn wir jetzt beispielsweise da weniger hätten, welches Problem müssten wir lösen? Also wenn wir hier weniger Felder hätten als Anzahl möglicher Schlüssel, da müssen wir uns zwei Sachen überlegen. Sagen wir so, wir machen das jetzt so, wir nehmen hier nicht M, sondern wir nehmen N. Und N ist größer als M. Was kann dann passieren? Wir können ja nicht mehr direkt diese Zuordnung machen, hier von einem Key auf ein Element hier. Haut da nicht mehr hin. Weil wir ja potenziell auch irgendwie hier eine 10 drin stehen haben können. Oder eine 127. Da müssen wir uns irgendwie so eine Abbildung überlegen, wie beispielsweise diese 127 auf eines dieser Tabellenfelder abgelegt wird. Und prinzipiell kann es natürlich sein, wenn wir uns hier so eine Abbildung überlegt haben, dass hier so eine Kollision auftritt, dass mehrere Elemente, mehrere Schlüssel auf ein oder dasselbe Feld abgebildet werden. Wir haben M-Schlüssel bei M-Einträgen und dann ist natürlich, sehen unsere Operationen so aus, die Suche. Das Ganze nennen wir jetzt mal direkte Adressierung. Ja, wir haben hier immer diese Schlüsselelemente und mit Hilfe dieser Schlüsselelemente kann ich hier direkt diese Tabellenfelder adressieren. So, wenn ich auf das Feld mit dem Schlüssel K zugreifen will, muss ich nur einfach den Wert, der hier in TK angegeben ist, zurückliefern. Wenn ich etwas eintragen möchte, ein Element X, dann muss ich das an der Stelle Key von X tun. Ja, da wird einfach das Element reingehängt. Das wäre dann genau sowas hier. Das würde ich dann bilden. Und wenn ich ein Element löschen möchte, dann führe ich da jetzt irgendwie sowas ein, was halt für nichts steht, Neil. Wenn ich das Element X löschen möchte, gucke ich mir einfach den Key an von X und setze das Ding dann auf 0. Und das braucht schon mal O von 1 Zeit. Also für diesen speziellen Fall hätten wir das Problem erstmal realisiert, gelöst. Problematisch ist ja jetzt bei diesem Ansatz der direkten Adressierung, dass die Tabellengröße halt von den Werten der Schlüssel abhängt. Wenn ich halt hier jetzt einen Wert 1357 habe, das mit dieser direkten Adressierung mache, müsste ich hier unten auch halt entsprechend ein Feld mit der Adresse 1357 haben. Und das ist natürlich immer irgendwie äußerst unglücklich. Wenn so die Größe abhängt von der Größe der einzutragenden Werte, das will ich eigentlich nicht. Das muss immer eigentlich nur, oder darf nur abhängen von der Anzahl der Werte, aber nicht von der Größe der Werte. Das ist ein äußerst unerwünschtes Verhalten, ja, weil dann kann da ja irgendwie ganz übles Zeugs entstehen. Also das müssen wir irgendwie vermeiden, aber das beziehungsweise ist hier bei dieser direkten Adressierung halt der Nachteil. Beispielsweise bei so einem 64-Bit-Wert kann das schon ganz schön groß werden, wenn sie die sozusagen als Schlüssel verwenden. Also bei 264 oder 64-Bit-Worten oder Werten haben wir so viele Schlüssel und die müssen wir halt dann irgendwie ablegen. Und das ist schon ganz schön groß. Also Problem ist klar, also wenn die Werte da zu groß werden, dann würden wir da fürchterlich viel Platz verschwenden. Also müssen wir uns irgendwas überlegen. Anderer Ansatz, den haben wir eben eigentlich schon angeguckt, wenn wir das über so eine Liste machen, da gehen uns halt diese Zugriffszeiten O von 1 verloren. Also müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Und das Stichwort heißt halt Hashing. Oder wir arbeiten mit sogenannten Hash-Tabellen, was immer das ist. Also, Hash-Verfahren berechnet die Adresse in einem Array A1 bis M, an deren Schlüssel gespeichert werden soll. Das ist im Prinzip genau diese Abbildung, von der ich eben gesprochen habe. Ja, also ich muss meinen Schlüsselwert abbilden über eine sogenannte Hash-Funktion. Ja, das war genau das Ding. Ich habe irgendwie mein Universum von Werten. Ja, und so einen Key nehme ich mir jetzt her und muss den über so eine Hash-Funktion abbilden auf eine Tabelle, auf ein Tabellenfeld oder auf den Index eines Tabellenfeldes. Also irgendwie sowas. So eine Hash-Funktion ist eine Abbildung von meinem Universum der möglichen Werte in die Menge der möglichen Indizes meiner Hash-Tabelle. Das ist so eine Hash-Funktion. Also genau das, was wir eben da schon hatten. Ja, wir nehmen jetzt sozusagen hier für diesen Eintrag K1, habe ich den jetzt mal genannt. Da müssen wir so eine Hash-Funktion H anwenden, um den korrekten Index für den Eintrag in diese Hash-Tabelle zu ermitteln. Und was halt potenziell passieren kann, wenn halt die Menge U
größer ist als die Menge der möglichen Indizes, also das ist irgendwie Anzahl n, hier ist Anzahl m. Ja, wenn also n größer ist als m, dann kann das hier passieren, nämlich genau so ein Fall, dass zwei Schlüsselelemente auf einen Index abgebildet werden können. Wünschenswert ist natürlich eine gleichmäßige Streuung der Schlüssel, ja, also dass es nicht zu so einer Clusterung kommt, beispielsweise bei dem Eintrag, dass also hier ganz viele Einträge oder ganz viele Schlüsselelemente eintragen möchten, sondern dass die möglichst gleichförmig verteilt werden. Aber prinzipiell kann natürlich das passieren, wenn hier dieses n größer m ist, dann passiert genau das hier. Es gibt halt ein K und ein K', die den gleichen, die verschieden sind, aber den gleichen Hashwert produzieren. Und das ist eine sogenannte Kollision. Und mit der müssen wir irgendwie umgehen. Also wir wollen uns jetzt angucken, wie wahrscheinlich sind denn solche Kollisionen bei diesem Hashing, bei dieser Berechnung dieser Hash-Funktion. Gehen wir mal davon aus, wir arbeiten mit einer sogenannten idealen Hash-Funktion. Das heißt, diese n möglichen Schlüssel werden gleichmäßig auf diese m-Tabellenfelder verteilt. Ja, so als würden wir jedes Mal immer würfeln. Also dass die Anzahl der Felder kleiner ist als n. So, und mit Pi bezeichnen wir die Wahrscheinlichkeit, dass der ite Schlüssel auf ein freies Tabellenfeld abgebildet wird, falls alle vorhergehenden Schlüssel ebenfalls auf ein freies Feld abgebildet wurden. Das können wir zu P1 sagen. Also, der erste Schlüssel in da eintragen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den auf ein freies Feld legen? 100%, also 1. Wahrscheinlichkeiten meistens immer zwischen 0 und 1. Und wie sieht das aus mit P2? Wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit? Wie viele freie Felder gibt es denn noch? M-1. Und bei so einer völligen Gleichverteilung hätten wir dann die Wahrscheinlichkeit m-1 durch m. Und Pi? m-i, muss ich noch einen draufrechnen? Plus 1, ne? Durch m. Und jetzt die Frage danach, wie wahrscheinlich ist denn eine Kollision? Wenn ich eine Kollision habe, oder die Wahrscheinlichkeit einer Kollision ist 1 minus p keine Kollision, denn dazu können wir was aussagen. Das haben wir uns hier überlegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der ite Schlüssel auf ein freies Tabellenfeld abgebildet wird. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir keine Kollision haben? Die muss ich multiplizieren. Also was ich jetzt im Prinzip machen muss, ist die Wahrscheinlichkeiten Pi, das sind genau diese Dinger hier, multiplizieren für i gleich 1 bis n, das sind nämlich die Werte, die wir eintragen. Die Wahrscheinlichkeit einer Kollision ist gerade 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass keine Kollision auftritt. Und wenn wir das ausrechnen, kommt da dieses Ding dann raus. Es sei m gleich 365, fällt Ihnen sofort ein, oh, so viele Tage hat ja ein Jahr. Und wir wollen jetzt jeden sozusagen Teilnehmer, den wir in einen Raum haben, also wir haben jetzt eben einen großen Raum mit ganz vielen Personen und wir möchten alle Teilnehmer sozusagen entsprechend ihres Geburtstages in eines von 365 Fächern packen. Und beispielsweise bei bereits 23 Personen ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei von ihnen am gleichen Tag Geburtstag haben, bereits größer als 1,5. Das ist das sogenannte Geburtstagsparadoxon. Diese Kollisionen, die wir haben, die da potenziell auftreten können, die sind unvermeidlich. Also mit denen müssen wir irgendwie umgehen. Ja, ich hatte das eben schon ganz kurz angedeutet. Was sind jetzt die Probleme, die wir lösen müssen? Das eine Problem, wie ermitteln wir jetzt eine Hash-Funktion oder was ist eine gute Hash-Funktion, mit der wir möglichst gleichmäßig auf jetzt so eine Hash-Tabelle verteilen können? Ja, wir lassen uns auch trotz dieser möglichen Kollision nicht davon abhalten, diesen Ansatz zu verfolgen. Also wie ermitteln wir eine gute Hash-Funktion, die die möglichen Schlüssel gleichmäßig auf die Tabelle verteilt? Und wir haben ja gerade gesehen, es lässt sich nicht vermeiden, dass wir Kollisionen haben. Wie gehen wir damit um?